Hallo liebe MOBA-Freunde, heute sehen wir mal wieder eine Führerstandsfahrt auf einem Fremo-Treffen. Wundert euch nicht, das war jetzt gerade nur ein Pappsignal. An diesen darf man natürlich mit Erlaubnis vorbeifahren. Ja, wir fahren hier mit einem DG, der hinten dran auch noch eine Lok hat, weil er diese überführen muss nach Walburg. Am Anfang stockt es leicht mit dem Fahren, weil man muss sich erst aufeinander abstimmen und der Kollege, der die andere Lok gefahren hat, hat da noch nicht so viel Erfahrung, beziehungsweise es war sogar sein erstes Mal. Und ja, aber nach ein paar Metern wird es dann damit besser gehen und flüssiger laufen. So wünsche ich euch viel Spaß. Dieses Führerstandsvideo wird es auch in zwei Teilen geben. Einmal 1a und 1b. Aber dafür wird nachher in 1b noch so manche interessante Sache kommen. Dieses schon mal im Voraus. Hier fahren wir jetzt auf den Abzweig Deltin zu. Und alles andere könnt ihr gleich erstmal wieder lesen. Thank you.
Nun fahren wir in den Bahnhof Hoffnungsthal ein und werden gleich im vorderen Teil des Gleises halten. Dieses hat den Hintergrund, dass die hintere Lok abgehangen wird und dann rangieren wird, während ich mit meinem Zugteil weiter vorziehe zum Ausfahrsignal, um hier halt Wagen noch zusätzlich aufzunehmen. Ja, was natürlich eben auch dann verkehrt war, was ich am Anfang gesagt habe, wir haben kein DG gefahren, also keinen Durchgangszug oder so, sondern ein NG. Die hintere Lok ist jetzt abgekuppelt und ich kann mit meinem vorderen Zugteil nach vorne ziehen zum Ausfahrsignal und dort dann halt abwarten, bis der Kollege mit seiner Rangiererei fertig ist, unseren Zug wieder komplettiert hat und wir dann weiterfahren können. Hier sehen wir den Bahnhof Albersdorf, der auch noch sehr neu und im Entstehen ist. Hier rechts von uns entsteht ein Industrieanschluss und der hauptsächliche Bahnhof, wie man sieht, ist aber schon sehr weit fortgeschritten mit seiner Begrünung und Ausstattung. Ja, hier können wir schön direkt durchfahren. Grüne Welle, sagt man so schön. Und links steht schon wieder der nächste Zug, der nach Hoffnungsthal fahren möchte.
Nun sind wir im Bahnhof Mittelrot angekommen und auch hier kuppelt sich wieder die hintere Lok ab. In der Zeit überholt uns ein GMP. Sobald die hintere Lok anfangen kann zu rangieren, wird sie auch wieder Wagen aufnehmen und bei uns auf den Zug mit anhängen. Und dann geht es weiter Richtung Walburg. Hier passieren wir die Einfahrt des Bahnhofs Walburg, in dem unser Zug eine größere Behandlung erfährt. Das heißt, dieser Zug wird hier über den Ablaufberg gehen, neu zusammengestellt und sobald dieses alles geschehen ist, wird es weitergehen Richtung Bahnhof Debatz, wo unser Endpunkt ist. Also fahren wir jetzt erstmal an die Haltetafel ran und werden dort warten, bis wir neue Anweisungen bekommen.